Guten Abend. Ich bin der Wim Wenders und ich muss Sie warnen. Wenn Sie diesen Film von Robert Bresson aus dem Jahr 1966 nicht kennen, Oisar, Balthasar, weil dieser Film über einen Esel, der wird Ihnen an die Nieren gehen. Der wird Sie mehr erschüttern als mancher Film über einen Menschen oder als die meisten Filme über Menschen. Ein Film über einen Esel kann gewaltsamer sein, besser, kann von größerer Gewalttätigkeit sein als all das, worauf Sie selbst nach heutigen Regeln, nach hartgesottener Rezeption von Gewalt in heutigen Filmen gefasst sein mögen. Die Filmsprache dieses Robert Bresson, so werden Sie gleich sehen, ist radikal. Sie werden sich ihrer existenziellen Wucht nicht entziehen können. Ich habe den Film über Jahre oft gesehen, mit vielen Menschen, mit Jungen und mit Alten, um ihn mit ihnen zu teilen, so wie jetzt mit Ihnen. Aber auch um zu sehen, ob der Film noch dieselbe Wirkung erzielt. Und ich habe viele Menschen, Junge und Alte, zutiefst erschüttert gesehen. Und auch ich selbst kann mich diesem Film nicht entziehen, jedes Mal aufs Neue. Ich möchte Ihnen diesen Film deswegen zeigen, in meiner Reihe höchstpersönlicher Erfahrungen mit Filmen, weil der junge Mann, der damals, Ende der 60er Jahre, diesen Film zum ersten Mal gesehen hat, der war wie vom Donner gerührt oder besser wie vom Blitz getroffen. So sehr konnte also ein Film vom Wesentlichen handeln, von der Essenz des Lebens, vom Leben selbst, von etwas, was auf der Leinwand lebte, lebendig wurde. Obwohl man doch meistens nur ein Tier sieht, einen Esel. Wie war das möglich? Wie ist das möglich? Gut, der Bresson erzählt gleichzeitig auch die Lebensgeschichte einer Frau, eines Mädchens, später einer jungen Frau, Marie. Und er hat mit seinen Schauspielern, vor allem mit dieser Anne Wierzchemski, immer so gearbeitet, dass sie nicht mehr geschauspielert haben, nichts mehr interpretiert haben, anonym geworden sind. Modelle, wie er sie nannte, das war seine ganz eigene Methode. Seinen Darstellern alles darstellen wollen, auszutreiben. Er hat sie Dinge immer wieder tun lassen, bis sie sie nicht mehr absichtlich getan haben, sondern fast automatisch oder anonym. In diesem Film Oisar, Balthasar tut er alles, Bresson, dass beide, Mensch und Tier, als die gleiche Kreatur erscheinen. Genauso ausgebeutet, genauso gequält, genauso leidend. Und wenn der Blick dieses Esels, wenn der Blick von Balthasar auf den Menschen liegt, auch auf ihnen, dann wissen sie sich gesehen. In meiner Lieblingsszene arbeitet Balthasar im Zirkus. Ja, er arbeitet. Er hat im Laufe des Films viele Jobs. Im Zirkus zieht er den Karren mit dem Heu und wandert somit von einem Käfig zum anderen. Und dann steht er da und schaut. Und so steht er plötzlich Auge in Auge mit dem Tiger. Die beiden schauen sich unverwandt an. Dann steht Balthasar vor dem Eisbär. Der beginnt zu knurren, zu brüllen, beinahe zu sprechen, als ob er dem Balthasar sein Leid klagen wollte, und Balthasar hört zu. Dann steht Balthasar vor dem Käfig des Affen und der schnattert drauf los und erzählt ihm ganze Geschichten. Und Balthasar hört ihm geduldig zu. Er ist überhaupt unglaublich geduldig. Und dann die letzte Begegnung ist mit dem Elefanten. Der Elefant in seiner Gefangenschaft, in seinem Käfig. Zwei weise, alte Augenpaare treffen sich. Beide nicken, es gibt nichts mehr dazu zu fügen. In den Blicken der beiden Tiere liegt Trauer. Sie gucken sich an, wie Menschen sich anschauen.
Balthasar wird von einer Arbeit und einer Ausbeutung in die nächste geschickt. Sein letzter Job ist als Lastesel für eine Schmugglerbande. Dabei wird er bei Nacht und Nebel an der Grenze angeschossen. Die Schmuggler hauen ab, Balthasar versteckt sich in einem Wald und dann kommt die Schlussszene des Films. Balthasar ist tot. Und da erzähle ich Ihnen jetzt nichts weiter, weil das ist für mich eine der emotionalsten Szenen der ganzen Geschichte des Kinos. Und ich freue mich drauf, wenn Sie die zum ersten Mal sehen können. Danke.